Heute ist ein richtiger Hochsommertag. Das war schon brütend heiß vormittags, als ich losgefahren bin. Jetzt ist Mittag und man hangelt sich so von Schatten zu Schatten. Und die Tiere natürlich genauso. Da ist heute fast gar nichts los. Die Krähen wollten nicht mal die Futterstelle unten räumen, als ich da noch gesessen habe. Die haben das erst ganz schnell gemacht, als ich gegangen bin und das Wasser hingestellt hatte.
Jetzt, wo ich hier drunter ganz ruhig sitze, ist es mir doch tatsächlich gelungen, mal die Grünspechte vor die Linse zu bekommen. Und aus weiter Ferne zwar nur, und man hört sie hier rundum, das Pärchen, was man da gesehen hat, wahrscheinlich habe ich die schon eingespielt, die Bilder, das muss ein Elternteil mit Jungspecht sein. Ja? Also, es sah mir doch so aus, als ob der schon hinter Papa oder Mama her ist und gefüttert wird. Und hier rechts von mir, da sitzen die irgendwo und man hört immer, wie der Kleine vor sich hin, tirilliert. Wie kann man das sagen? Wir machen ja so ein ganz spezifisches Geräusch. Das ist der Schwarzspecht. Ich muss unbedingt mir so einen Monitor besorgen, den man oben auf die Kamera aufsetzen kann, dass man ein größeres Bild hat. Also wenn man denkt, es ist so still, dass heute gar nichts weiter passieren kann, da hast du dich verdacht. Ne? Das ist ja faszinierend. Was habe ich die ganze Zeit schon drauf gewartet, die mal zu sehen. Ja? Und jetzt gleich mit Jungtier. Unglaublich, es war wirklich weit, weit weg. Ich höre sie klopfen jetzt. Aber immerhin, ich habe sie mal gesehen. Wunderbar, ich bin richtig begeistert. Ich freue mich so. Naja, mit den Grünspechtbilderchen verabschiede ich mich von diesem Hochsommertag heute. Ich werde hier noch eine kleine Weile sitzen, solange wie hier Schatten bleibt. Und das genießen, vielleicht sehe ich ja noch mal den einen oder anderen Freund. Aber dann werde ich auch den Heimweg antreten und in die Badewanne verschwinden. Na gut, ich bedanke mich wie immer fürs Interesse und fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das auch so einen Spaß gemacht und ihr freut euch auch, dass ich endlich mal die Grünspechte gesehen habe. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.